Hi Leute, ich grüße euch. Willkommen zurück zu einem neuen Video über Suicide Squad Kill the Justice League. Wie sieht es momentan aus rund um dieses Game? Einige befürchten es wahrscheinlich schon, manche wissen es auch bereits. Aber wir werden jetzt einfach weiter drauf einsteigen, was hier gerade abgeht. Es sind viele News dazu gekommen, einige interessante Themen, die ich euch heute vorstellen möchte. Und wir beginnen natürlich mit einem Blick auf Steam. Was ist da momentan los? Und da schauen wir am besten direkt rein. Hier sind wir immer noch bei 79% größtenteils positiv von 4.349 Wertungen momentan. Insgesamt ein paar Keys außerhalb verkauft, die sind nicht mit reingenommen, soweit ich weiß. Aber das soll es jetzt auch nicht das Thema sein. Wir können auf jeden Fall sehen, dass die Verkäufe tendenziell nicht besonders weiter gestiegen sind anhand der Anzahl oder dem Anteil der Bewertungen. Die Entwicklung von den letzten Wochen, da waren wir nicht weit bei 4000 weg. Also es sind nur wenige 100 Bewertungen dazugekommen. Und das ist erstmal ein Zeichen, finde ich, dafür, dass sich zumindest über Steam und PC soweit nicht allzu viel bewegt hat, was die Verkaufszahlen angeht. Dazu aber dann gleich auch noch mehr, was die Verkaufszahlen eben angeht. Hier momentan ist es 13.44 Uhr, wo ich gerade aufnehme, ist Mittagszeit natürlich Leute tendenziell weniger unterwegs, aber hier doch tatsächlich deutlich wenig Leute, 324 Leute im Game. Hier zwar momentan ein bisschen auf positiv gestimmt, könnte sich wieder ein bisschen erholen. Da ist jetzt ein Update rausgekommen für alle, die es vielleicht verpasst haben. Und zwar ging es da hauptsächlich um das Ladeproblem, wo dann nach 2-3 Missionen erstmal Schicht im Schacht war und man in einem endlosen Ladebildschirm Metropolis wird geladen und so weiter feststeckte. Das Update sollte helfen. Soweit ich das bisher beobachtet habe, hat es den meisten auch geholfen, aber es hat immer noch manchen nicht geholfen. Das heißt, zu all dem Pech kommt auch noch Unglück dazu oder wie man es auch immer sagt, es ist zum Mäusemelken, könnte man auch sagen. Hier die Spielerzahlen gehen tendenziell immer stärker bergab. Auch wenn der Start, also es ist kein tiefer Fall, denn es hat nie hohen Einstieg gehabt, dieses Game. Also kann man den Fall auch nicht besonders als tief bezeichnen. Das ist vielleicht der optimistische Vorteil, den man hier rauszieht. Es krebst hier rum unten in den niedrigen Zahlen bei den Hunderten. Das sieht momentan leider wirklich nicht gut aus, egal wie schön man sich's reden mag oder nicht. Das heißt, viel Kritik von außen, ein schlechter, schwerer Start. Dazu dann aber auch noch, wie soll ich sagen, eigenes rauszögern oder nicht hinbekommen, wie auch immer. Sie haben selbst intern Probleme, die Probleme schnell zu beheben, macht das ganze Ding einfach nicht besser, hält die Leute davon ab zu spielen, hält die Leute, die das Spiel feiern oder gefeiert haben, ab davon, das Spiel weiter zu genießen. Die Leute machen erstmal auf Pause, teilweise deinstallieren sie das Game schon und so hat sich das dann halt schnell. Man kann nur gespannt sein, was die weiteren Updates bringen. Bei Metacritic sieht es auch nicht viel anders aus. Es war bei 59 meines Wissens. Momentan ist es bei 60. User Score ist, glaube ich, auch noch mal ein bisschen runtergegangen. Ist ja auch verständlich bei diesen Problemen, die es sehr groß und sehr vielfältig gibt und gab bei diesem Game. Wir gucken allerdings auch mal auf etwas, was kürzlich veröffentlicht worden ist, nämlich Verkaufszahlen, ja. Und hier seht ihr Digital Sales Not Included, aber das ist nur für die Dinger, die einen Stern dabei haben, also Mario Kart 8 zum Beispiel. Ansonsten geht es darum, Physical and Full Game Digital from the Nintendo eShop, PlayStation, Steam and Xbox Platforms for Publishers in the Digital Leader Panel, ranked on Dollar Sales. Ja? Und das nämlich für die Periode oder für den Zeitraum 30.12.2023 bis 3. Februar 2024. Und wir sehen hier, dass Suicide Squad auf dem dritten Platz ist in diesem Zeitraum. Ich bin mir jetzt nicht sicher, ob die da die Vorverkäufe mit reingerechnet haben. Ich gehe aber schon davon aus, dass es hier auch die Vorverkäufe mit reingezählt hat. Hier gegen Tekken 8 natürlich eigentlich gar nicht so schlecht. Call of Duty Modern Warfare ist immer ein starker Gegner, auch wenn das Spiel jetzt schon eine Weile raus ist, ist COD natürlich immer eine ganz krasse Konkurrenz, weil es einfach mega Highlight ist für viele, die Ego-Shooter feiern. Deshalb
eigentlich ja gar nicht so eine schlechte Platzierung. Man könnte dem jetzt natürlich entgegensetzen, ist von einem AAA-Studio. Es wurde sehr viel Geld reingesteckt. Es ist ein riesen Entwicklerteam dahinter. Dafür müsste es auf Platz 1 sein. Das kann man auf jeden Fall sagen. Allerdings ist es jetzt nicht so schlecht, wie jetzt vielleicht diese Meldung mutmaßen lässt. Nämlich, es wurde bei einem Finanzgespräch vom Chief Financial Officer Gunnar Wienfels gesagt, dass ja, es ist unter den Erwartungen zurückgeblieben bei Warner Brothers Games. Also das sagt Warner Brothers Games, dass sie mit mehr gerechnet haben, umgekehrt das mal zu formulieren vielleicht. Rocksteady selbst hat das jetzt nicht gesagt, ja, das muss man mal festhalten. Sie haben hier allerdings auch Hogwarts Legacy natürlich mit reingebracht, was das meistverkaufte Spiel des Jahres 2023 geworden ist. Und im Vergleich natürlich mit einem Hogwarts Legacy hat es Suicide Squad natürlich auch ein bisschen schwer, an diesen Erfolg anzuknüpfen. Wenn Warner Brothers Games erwartet hat, dass es sich so gut verkauft wie Hogwarts Legacy, davon wäre ich persönlich zumindest mal in keinem Fall ausgegangen. Auf jeden Fall wird das wohl dann eher ein schwieriges Jahr-zu-Jahr-Vergleich für Warner Brothers Games, sagen wir es mal so, was jetzt die Performance in 2024 angeht. Und ja, man kann jetzt nur gucken, das war jetzt natürlich Wasser auf die Mühlen der Presse, die natürlich auch schon immer gegen dieses Game war. IGN zum Beispiel auch mit einem Artikel, dass sie hoffen, dass Suicide Squad diesen Loot-Shooter-Trend und Live-Service-Game-Trend killt. Und dann, hups, paar Tage später kam Helldivers 2 raus. Oh, verdammt, ist das Spiel geil. Warte mal. Ach, verdammt, wir haben den Artikel schon veröffentlicht. Eigentlich umkehren. Warum haben wir diesen Artikel geschrieben? Plötzlich hier ein Live-Service-Game. Plötzlich finden das alle geil. Jetzt doch Loot-Shooter cool und Live-Service-Game doch auch cool. Also man nimmt sich natürlich auch teilweise raus, wie man will in der Presse. Das kann man, denke ich mal, auch festhalten. Ansonsten Warner Brothers Games mit den Copyright-Claims sogar auf Steam-Builds, Screenshots von der Steam-Datenbank mit Copyright-Claims momentan irgendwie am Start. Interessant, also teilweise sogar werden Screenshots mit Changelists Update werden gecopyright claimed, also oder es zumindest versucht. Es ist phänomenal, was hier auch teilweise vom Publisher betrieben wird, so wie es zumindest den Eindruck macht. Man kann nur gespannt sein, wie es jetzt weitergeht, auch nach diesen Werbekampagnen, die gefahren wurden für das Game, meiner Meinung nach an falsche Zielgruppen heran oder was, glaube ich, nicht die geeignete Zielgruppe für dieses Game wäre, um sich gesund weiterzuentwickeln. Aber ja, man kann nur gucken, ob jetzt hier die Zahnrädchen ineinander greifen und das Spiel langsam ins Rollen kommt, vor allem mit der Season 1, oder ob vielleicht die Season 1 der Sargnagel wird für Suicide Squad Kill Justice League. Anders kann ich es nicht ausdrücken, es könnte so kommen. Ich bin gespannt drauf, ich finde es traurig, ich fand das Spiel hat mega Potenzial, ist immer noch spaßig für mich, auch nach vielen Stunden mittlerweile zocken, spiele ich es immer noch gerne, aber sei es drum. Vielleicht sollte es einfach nicht sein. Wir werden es sehen. Ich halte euch auf dem Laufenden. Danke, dass ihr eingeschaltet habt. Bis zum nächsten Video, Leute. Und ciao.